Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Videoandacht zum Ökumenischen Kirchentag 2021. Schaut hin, so lautet das Motto dieses Kirchentages. Zwei kleine Worte aus dem Markus-Evangelium. Schaut hin! Der Ökumenische Arbeitskreis hier in Steinbach hat diese Andacht vorbereitet. Schaut hin! Schaut genau hin, was in unserer Stadt und in unserer Gesellschaft geschieht. Schaut hin mit den Augen Jesu. Schaut hin, geht hin und seht nach. Ich lese aus dem Text Markus 6, 35 bis 44. Gegen Abend kamen seine Jünger zu ihm und sagten: Der Ort ist abgelegen und es ist schon spät. Schick sie weg, damit sie in die umliegenden Gehöfte und Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen können. Er erwiderte: Gebt ihr ihnen zu essen. Sie sagten zu ihm: Sollen wir weggehen, für 200 Denare Brot kaufen und es ihnen zu essen geben? Und er sagte zu ihnen: Wie viele Brote habt ihr? Geht und seht nach, schaut hin. Sie sahen nach und berichteten: 5 Brote und außerdem 2 Fische. Dann befahl er ihnen, sie sollten sich in Mahlgemeinschaften im grünen Gras lagern. Und sie ließen sich in Gruppen zu 100 und zu 50 nieder. Darauf nahm er die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf, sprach den Lobpreis, brach die Brote und gab sie den Jüngern, damit sie diese an die Leute austeilten. Auch die 2 Fische ließ er unter allen verteilen. Und alle aßen und wurden satt. Sie hoben die Brocken auf, 12 Körbe voll und die Reste von den Fischen. Es waren 5000 Männer, die von den Broten gegessen hatten. Eine erstaunliche Geschichte. Eine Geschichte, in der über die Menschen berichtet wird, die in Jesu Nachfolge stehen. Aber er meint nicht nur die Jünger. Wir sind alle gemeint. Ich denke nicht, dass es hier darum geht, diesem Wunder Wort für Wort zu folgen. Er soll uns zeigen, dass wir darauf vertrauen können, dass wir schon alles Notwendige haben, um unsere Themen zu lösen. Dabei gibt er den Jüngern nicht einfach eine Lösung vor, sondern er fordert sie auf. Geht hin und seht nach. Schaut hin. Er fordert die Jünger und somit auch uns auf, selber aktiv zu werden, eigene Ideen und Visionen zu entwickeln, anzupacken und darauf zu vertrauen, dass die Ressourcen schon da sind und alles gut wird. Ich habe einen schönen Text gefunden, der sehr gut dazu passt. Unser Alltag ist anders geworden. Morgens aufstehen, kein Arbeitsweg, von zu Hause aus arbeiten. Mittagessen, weiterarbeiten. Familie, Freunde, Bekannte, alle sieht man nur noch über soziale Medien, Videokonferenzen oder in Telefonaten. Und am nächsten Tag geht alles wieder von vorne los. Der Trott hat sich schnell eingestellt in dieser neuen Art von Alltag. Aber geht und schaut hin. Es hat sich auf viele Formen der Gemeinschaft erneuert. Mit der Gemeinde, aber auch mit vielen Freunden treffen wir uns heute online. Wir können aber dadurch auch andere mit einbeziehen. Wir haben neue Gemeinschaften entdeckt, die Gemeinschaft erweitert. Und wichtige Dinge werden in letzter Zeit anders in den Fokus gerückt und Neues zeigt sich. Wir können zum Beispiel auch auf eine Zeit der Veränderung hoffen und positive Dinge, die sich entwickeln. Das Schiff zur Seenotrettung im Mittelmeer scheint wenig zu sein. Fast so wie die 5 Brote und 2 Fische. Aber auch kleine Schritte können große Veränderungen herbeiführen. Hoffnung und Mut können sich durch den Glauben bilden. Die Bibelstelle zeigt, dass wir einen Blick darauf werfen sollten, was wir haben und was unsere Ressourcen sind. Bald beginnt der Ökumenische Kirchentag in Frankfurt. Auch der wird dieses Mal anders sein. Alle Planungen sind überdacht worden, Ideen neu überlegt. Aber wir werden auch hier einander ermutigen. Geht und schaut hin. Soweit dieser Text. Ich vertraue darauf, dass wir auch zum Ökumenischen Kirchentag viele kreative Ideen haben werden und trotz aller Widrigkeiten gemeinsam ein tolles Fest haben. Wie das gehen soll,
Denken Sie doch mal an das ökumenische Weihnachten auf Rädern in Steinbach. Da ist der Heiligabendgottesdienst in Corona-Zeiten möglich gewesen. Beim ökumenischen Kirchentag werden wir trotz Abstand Nähe erleben. Und wir werden trotz aller Steine, die uns in den Weg gelegt werden, gemeinsam am Tisch des Herrn speisen. Schaut hin, es ist vieles möglich. Ich freue mich jedenfalls darauf. Ökumene, was bedeutet das für mich? Dass wir das Gemeinsame sehen und in den Mittelpunkt stellen. Dass wir uns nicht beirren lassen von Unterschieden, die für uns Christen gar nicht so bedeutend sind. Dass wir mit Respekt und Vertrauen zusammenarbeiten, fröhlich sind und Gottesdienste feiern. Wie bereits erwähnt, möchten wir aufmerksam machen auf den bevorstehenden ökumenischen Kirchentag. Das ist ein Laientreffen evangelischer und katholischer Christen, das gemeinsam von der Deutschen Bischofskonferenz und dem Deutschen Evangelischen Kirchentag veranstaltet wird. Bekannt sind ja vor allem die Katholikentage und Evangelischen Kirchentage, die seit langem immer im Wechsel jeweils alle 2 Jahre stattfinden. Dazwischen gab es bisher 2 ökumenische Kirchentage, den ersten im Jahr 2003 in Berlin, den zweiten dann 2010 in München. In diesem Jahr wird Frankfurt am Main vom 13. bis 16. Mai der Ort für das dritte Treffen sein. Es wird Gottesdienste geben, die übertragen werden. Es wird dezentrale Veranstaltungen geben, aber kein Treffen mit mehr als 100.000 Besuchern auf dem Messegelände, wie wir es bisher kannten. Virtuell sind jedoch vielfältige Angebote, Diskussionen, Vorträge und vieles mehr geplant. Selbstverständlich werden auch die Gemeinden im Umland einbezogen, soweit das dann die Pandemiebeschränkungen zulassen. Informieren können Sie sich unter www.oekt.de. Aber auch die beiden Gemeinden werden Sie auf dem Laufenden halten. Thank you.
Guter Gott, wir sehen die Bilder von notleidenden Kindern und Erwachsenen. Wir wissen um ihre Not. Aber mit anderen teilen, bringt das überhaupt was? Es reicht eh nicht für alle. Und komme auch ich nicht dabei zu kurz? So fragen wir ängstlich. Guter Gott, wir bitten dich, lass uns immer wieder erkennen, dass Teilen uns bereichert. Gib uns den Mut zu teilen. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, momentan fühlen sich viele in ihrer eigenen Situation ohnmächtig. Das Gefühl von Ungerechtigkeit breitet sich aus. Benachteiligungen in vielen Bereichen machen uns fassungslos und ohnmächtig. Guter Gott, gib uns die Kraft und den Mut, nicht gleichgültig zuzuschauen. Wir bitten für alle, die durch ihr Handeln ein Zeichen der Hoffnung setzen. Schenke du ihnen Ausdauer. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, du bist unser aller Gott. Wo auch immer wir leben, ob wir jung sind oder alt, reich oder arm, Mann oder Frau, gesund oder krank. Guter Gott, lass uns diese Verbundenheit über alle Grenzen hinweg immer wieder spüren und leben. Wir bitten dich, erhöre uns. Nun beten wir gemeinsam das Gebet, das uns Gott gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.